Praxis. Rechtzeitig für diese Fortbildung ist vor einigen Wochen eben diese neue S12-Leitlinie 2012 herausgekommen. Was heißt S3? S3 hat nichts mit einer deutschen Automarke zu tun, sondern es zeigt den Weg, wie die Stufe zu einer Empfehlung entstanden ist. Früher gab es auch die S1 Expertengruppen, Leitlinien. Heute ist es ein komplizierter Prozess, der auch in den Unterlagen nachvollziehbar ist, respektive eingesehen werden kann. Die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften hat sich da zusammengerauft und hat gute Unterlagen, die, wenn das Interesse da ist von Ihnen, da können Sie alle Punkte nachvollziehen, ob es auch eine S4-Leitlinie gibt in der Zeit von Twitter und Facebook, wäre vielleicht denkbar, aber ist noch nicht angezeigt. Die S3-Leitlinie, die kommt etwas bunter, etwas neuer daher. Das Erscheinungsbild ist angenehm. Es sind mehr als 360 Seiten, die ich Ihnen heute aber nicht präsentieren werde, in der Langversion mit 4 Megabyte. Ich würde Ihnen ohnehin empfehlen, zuerst die Kurzversion. Das ist eine Version, die sich vor allem auf eher die einfachere, bunte Darstellung reduziert, anzuschauen. Weil dabei können Sie sehen, dass vieles schon bekannt ist, dass Sie nicht groß interessieren wird, aber es gibt Dinge, die sich geändert haben, dann können Sie in der Langversion sowohl auf die Literatur als auch die einzelnen Erklärungen eingehen. Die Homepage dazu ist die senologie.org Homepage für diese Leitlinien. Die Leitlinien, die sind aufgeteilt in allgemeine Kapitel, dann der größte Teil in die Kapitel bezüglich der Therapie von Brustkrebs, so wie das im Spital in der Regel stattfindet, dann einen kurzen Abschnitt zum Thema metastasierendes Karzinom und dann die allgemeineren zu Thema Behandlung, Betreuung und Begleitung. Ich werde mich sehr subjektiv auf einzelne Kapitel oder Kernsätze, hätte ich gesagt, reduzieren von den allgemeinen und von den Behandlungs-, Betreuungs- und Begleitungspunkten. Ich würde es jetzt vielleicht eher als Stichworte nehmen, damit der Aperorisch nicht zu kurz kommen wird. Bereits der erste Satz, respektive der erste Punkt als Good Clinical Practice Punkt bezieht sich auf das Informationsmaterial, das Sie Ihren Patientinnen abgeben, die das erste Mal mit dem Problem, mit der Krankheit Brustkrebs konfrontiert werden. Es gibt auch relativ anspruchsvolle Hinweise, wie die Kommunikation stattfinden soll und stattfinden kann. Das sind Punkte, die wirklich sehr wichtig sind. Wenn die Information ungenügend ist und das Gespräch schief läuft, dann kann die ganze Compliance und auch das Überleben, die ganze Betreuung schiefgehen. Sie kennen vielleicht einzelne Patientinnen, wo das auch eine Rolle gespielt haben mag. Das Aufklärungsgespräch, was alles dabei sein soll, das ist in der Regel nicht möglich, dass sie das in einer einzigen Sitzung oder in einem Einzelgespräch führen kann. Das ist viel zu viel. Aber die Punkte, die da erwähnt werden, die sind sicher wichtig. Und wenn Sie abweichen von diesen Leitlinien, heißt es nicht, dass Sie falsche Medizin machen. Die Medizin soll ja individualisiert sein. Das Thema Früherkennung möchte ich eigentlich nicht weiter aufführen, weil wir haben das gehört. Es bezieht sich auf das Screening-Programm, das in Deutschland weitgehend flächendeckend vorhanden ist. Es sind Vorgaben und Qualitätskriterien, die beachtet werden müssen. Und es hat hier auch einen Satz zum Thema, wie das nach 70 dann aussieht. Also wenn Patientinnen älter sind, dann kann es auch noch Sinn machen. Wobei es ist eine einfache Empfehlung, dass eine weitere Kontrolle im Sinne von einem Durchführen der Mammographie möglich sein kann. Die Mammographie bei jüngeren Patientinnen, das sind dann eben 40- bis 49-Jährige, da ist es auch wirksam, aber nicht gleich gut durchführbar in Abhängigkeit von der Brustdichte. Auch da geht es zu weit, wenn ich jetzt über das Thema mich weiter äußern würde. Aber Sie werden dort die Angaben finden, die aktuellsten, die zu diesen Punkten und diesen Aussagen geführt haben.
Auch da möchte ich eigentlich nur sagen, das wurde schon erwähnt, nämlich die familiären und die erhöhten Risiken, BRCA1, 2, zum Thema der intensivierten Früherkennung und auch der primären Prävention. Zur Basisdiagnostik, das heißt dasjenige an Aktivitäten, das im Spital stattfindet, möchte ich mich auch nicht im Detail weiter auslassen. Es hat ein Thema zum Beispiel das MRT, das soll nur dort durchgeführt werden, wo man auch eine Lokalisation, eine Biopsie durchführen kann, haben wir auch bereits schon gehört. Das Thema Ablatio, Mastektomie, da ist die Empfehlung klar, also auch gut zu wissen für Allgemeinpraktiker, dass da eigentlich die Patientin eine Aufklärung, eine Information zugute hat, wie ein Wiederaufbau aussehen kann. Es gibt Patientinnen, die möchten nichts davon wissen. Wenn man das entsprechend auch in der Akte notiert, dann wird es nicht jedes Jahr neu aufgerollt werden. Dann gibt es die metastasierende Patientin, primär oder sekundär. Das sind nur kurze Hinweise, dass die Therapie vor allem individuell sich gestalten soll und dass die Abklärungen auch individuell entsprechend den Beschwerden respektive entsprechend dem Metastasierungsbild sich gestalten soll. Dann ein Punkt, der eben zum Thema Begleitung und Betreuung wichtig ist und immer wichtiger geworden ist, das ist die Psychoonkologie. Das ist empfohlen, dass man das ernst nimmt und auch nicht nur während dem Spitalaufenthalt empfiehlt oder eine Begleitung ermöglicht oder während einer akuteren Situation während der Radiotherapie, sondern dass es auch eine Kontinuität finden soll in der gesamten Nachbetreuung, auch in späteren Jahren. Die psychologischen Interventionen sollten dabei auch nicht jetzt nur auf die Patientin beschränkt sein, sondern auch auf Angehörige oder zum Beispiel auf das Thema Partnersituation. Und eben die Kontinuität ist da auch empfohlen. Dann weitere supportive Maßnahmen, das geht zum Thema körperliche Aktivität, das kennen wir. Wir haben jedoch nicht guten Zugang, das auch in jeder Situation und jeder Patientin entsprechend empfehlen zu können. Auch Rehabilitationsmaßnahmen, die übersteigen häufig das Zeitangebot, das wir zur Verfügung haben. Es ist aber wichtig, dass Institutionen, die sich darum kümmern können, auch die Verbindung hergestellt wird, dass vor allem für den Beruf, für das Thema IV etc. die entsprechenden Fachleute mit involviert werden können. Kraft- und Ausdauertraining, aber auch Bewegungsprogramme, die sind offenbar nicht nur im Trend, sondern die sind wichtig, einerseits für die Gesundheit, aber andererseits auch für das Befinden und die psychoonkologischen Aspekte. Und nicht zu vergessen das Thema Lymphödem, da müssen wir Patientinnen aufklären, dass sie ein Risiko tragen. Ein Lymphödem, das chronisch ist, ist eine gröbere, schlimmere Sache, als wenn das frühzeitig erkannt und betreut behandelt werden kann. Die Therapiebegleitung, es sollten Ziele zur Nachsorge bekannt sein und vermittelt werden. Das Ganze sollte interdisziplinär aufgegleist sein. Die apparative Diagnostik bezieht sich in der Regel vor allem auf die Mammographie. Weitere Abklärungen sollten nur auf Indikation stattfinden, vor allem wenn es auch um die Abklärung von Metastasen geht. Und dann auch wieder die Aufklärung zum Thema Lymphödem hier, wie das in der Begleitung aussehen soll. Die Nachsorgeintervalle, dreimonatlich die ersten 3 Jahre und dann nach 5 Jahren nur noch jährlich. Das ist etwas rigoros, muss aber im Einzelfall unterschiedlich dann vielleicht auch wieder bestimmt oder festgelegt werden. Und dann auch noch einmal das Thema körperliche Aktivität mit entsprechenden Hinweisen. Die Motivation, das klingt so als Nebensache, aber wie gesagt, von der Motivation hängt davon ab, wie eine adjuvante Therapie aussieht. Das davon hängt ab, wie dann auch das weitere Outcome sich gestalten wird. Palliativmedizin ist vor allem auch wichtig, wenn ein Brustzentrum all die Schnittstellen neu definieren muss und eben das Thema Palliativmedizin beschreiben muss in Behandlungs- und Betreuungspfaden.
Es sollten Angehörige zu diesem Thema, wenn es dann soweit ist oder nötig ist, auch mit involviert werden. Komplementäre Medizin, dazu ist die S3-Leitlinie rigoros. Das heißt, man muss einen Hinweis machen, wenn etwas nicht medizinisch, wissenschaftlich dokumentiert ist, dass man sich davon distanzieren soll und dass Diagnostik oder auch Therapieaspekte, die eine Gefahr darstellen können, dass man auf die verzichten muss. Hingegen Nahrungsmittelergänzungen, da wird eher aufgemuntert und motiviert. Die Misteltherapie, etwas als Iscador, das ja auch im Krankenleistungskatalog mit dabei ist bei uns, da wird auch etwas Distanz genommen und man wird hier angehalten, aufzuklären, dass das nicht wissenschaftlich ist und die Wirkung in Frage gestellt ist. Ebenso kritisch ist das Thema alternative Therapieverfahren, respektive es gibt Kapitel, die wurden überhaupt nicht einmal mit einem Komment versehen. Die Dokumentation, ein Punkt, der wichtig ist, vor allem zum Thema Follow-up, aber auch im Zusammenhang mit der Dokumentation von Brustzentren, dem Outcome, das man messen will, Stichwort zum Beispiel ODS-Easy, das ist sicher etwas, was wichtig ist und wo auch zuweisende Ärzte wissen sollen, dass man eben interessiert ist am weiteren Geschehen der Patientin. Qualitätsindikatoren, die sind hier nur separat aufgeführt, und zwar, wo findet man die? Es gibt unterschiedliche, die sind sehr vielseitig und etwas bunt. Dazu möchte ich auch nicht Stellung nehmen. To take home message, ich hoffe, ich habe die Zeit eingehalten. Es ist zu empfehlen, mit der Kurzversion vielleicht anzufangen und darin zu blättern. Die Empfehlung aufgrund von Empfehlungsgrad und Evidenz, die sind einerseits vor allem schulmedizinisch abgestimmt. Und ich denke, man muss die Patientenentscheidungsrechte und das Informationsrecht, das soll in einem gewissen Einklang sein. Die Vertiefung über das Thema S3-Leitlinie, wenn Sie das interessiert, es lohnt sich. Sie können da sehr viel lernen. Und hier noch einmal die Homepage. Vielen Dank.